Es ist entweder Dark oder ein uns feindselig gesinnter Ober. Wer ist es? Ein Ober. Also ein böser Ober. Da hat's ja mal geruckelt. Das war ja nicht mehr feierlich. Wobei, ich schieb das ja immer aufs Ruckeln, aber manchmal verfehle ich das auch selber. Muss ich jetzt mal ehrlich sein, manchmal baue ich auch Scheiße hier. Aber das sieht man ja auch, dass es dann nicht am Ruckeln liegt. Das ist... Ich habe ja auch nicht gesehen, dass es... Ich hätte natürlich ihn auch mal mit meinem Zauberspruch anvisieren können und diese Ladezeiten... So. Ich hoffe, das wird bei Venet gar nicht so schlimm. Drückt die Daumen, dass es nicht so schlimm wird wie das hier. Oh. Das ist ja sogar relativ effizient. Da könnte man ja fast mit leben. Tja, wo will ich hin? Ich will dir wohl aus der Ferne den Arsch versohlen. Eigentlich ist es so ja ganz, ganz zu machen. Hier. Und hier sieht man die Höhle, in die es dann gleich reingehen wird. Das letzte Priestergrab. Aber jetzt gehe ich gerade mal nochmal kurz in die Richtung, wo nochmal ein Ogre auf mich wartet. Den ich natürlich auch töte. Ist ja klar. Ah, ich habe Angst. Aha! Aha! Brüll doch nicht so. Stirb! Hey! Da hat er nochmal ausgeschlagen. Das waren die Todeszuckungen. Oder einfach ein Bug. Ja, diese Sterbeanimationen, wie die sich gewandelt haben. Risen war ja also eins der ersten Spiele, die ich gespielt habe, die diese Animationen, also die diese freien Animationen haben, also so von wegen, dass Gegner nicht die immer die gleichen vorgefertigten Sterbeanimationen haben, sondern tatsächlich auch mal physikalisch korrekt irgendwie so umfallen und alles in sich zusammenfallen praktisch. Kann ich die irgendwie gegen die Panzergrillen ausspielen? Wahrscheinlich nicht. Wäre auch zu schön. Au. Eieiei. Jungs. Ich habe nicht mehr genug. Oh, kein Mana mehr. Haha. Dann nehmen wir noch einen Trank und gucken, ob wir. Hier war ja auch dieser Banditenwächter. Habe ich den gerade im Schlag unterbrochen, sodass der in der Luft. Wie einfach ermordet. Das sind Oger, die greifen doch mich an. Was habt ihr alle immer mit euren Ogern? Warum hast du den ermordet? Warum sollten wir das tun? Das ist doch nicht scheiße. Die Viecher greifen einen doch selbst an. Ich glaube, der hatte irgendwas dabei. War es eine Rune? Nee, oder? Nee. Aber das war irgendwas, vielleicht war es auch einfach nur ein Bolzen oder sowas. Was könnte es denn gewesen sein? Das hier war. Ach, das muss ich ja alles auch noch schmieden, oh Gott. Ja, ich sehe auch nicht, was es das jetzt gewesen sein könnte. Ja, ich weiß, ich kann auch die ganzen Steintafeln da mal lesen, aber es bringt mir Weisheit, wenn ich sie nicht verwenden kann. Also, das sehe ich dann irgendwie nicht ein. Wenn ich schon kein Magier bin, dann werde ich auch nicht weise. Das hat auch was mit Logik zu tun. Dass hier so viele Oger rumlaufen. Unglaublich. Ich dachte immer, das wäre nur auf ein paar beschränkt, aber das ist ja Wahrheit. In Wahrheit sind das ja unzählige. Da hinten runter gehe ich nachher auch gleich. Jetzt gehe ich erstmal in die kleine Höhle da rein, wo die Oger drin waren. Vielleicht, also da war auf jeden Fall eine Truhe. Und vielleicht findet sich ja noch mehr. Lagerfeuer zum Beispiel. Oder sonst nix. Oder? Nö, sonst ist hier nix. Ich sehe auch keinen Schatz. Ich kann auch keinen Schatz ausgraben. Ich kann zwar ins Feuer, aber keinen Schatz ausgraben. So, Schatztruhe. Nochmal von vorne. Nochmal von vorne. Nein.
das war zum Kotzen. Genauso zum Kotzen. Jawohl. Ja. Also dafür, dass ich jetzt gegen zwei, drei, vier? Vier Ogre kämpfen musste? Drei, vier? Ich weiß es nicht mehr. Gegen einige Ogre kämpfen musste, um da ranzukommen, war das irgendwie ein bisschen mager. Und hier wächst nicht mal Heldenkrone so, also ich sehe es auf jeden Fall mal keine. Also alles ein bisschen. Also die Ogre würden mich ja eigentlich von sich aus angreifen. Wenn ich nicht den ersten Schritt machen würde, dann würden mich ja die Ogre angreifen, oder? Der vorhin hat ja auch irgendwie angefangen rumzubrüllen und ist auf mich zugerast. Also, ich weiß ja nicht, ich halte das für Notwehr. Notwehr, die, mit der man anfängt, also. Ich wehre mich sozusagen, bevor er mich angreifen kann. Ja. Wenn ihr mal jemanden schlagt, dann sagt das doch einfach. Ich habe mich gewehrt, bevor er mich schlagen konnte. So, was haben wir hier? Da hinten ist noch ein Keiler. Ach, hier ist ja so viel noch. Hätte ich auch nicht gedacht, dass hier noch so viel zu holen ist. Und dass hier noch so viele Scheißviecher rumrennen. So. Ja, ja. Was haben wir hier hinten? Hier muss auch was sein. Nicht. Doch. Oder? Vielleicht. Nee, hier ist nix. Menno. Wenn da jetzt hier schon so ein Pfad ist, dann will ich da hinten gefälligst auch was haben und dann keine gähnende Leere oder so. Ach. Gemein. So, vielleicht liegt hier noch irgendwo was rum. Da oben vielleicht. Nein. Auch eine ganz nette Aussicht eigentlich. Die Aussichtsplattformen haben immer eine gute Aussicht. Ja. Wie der Name schon sagt. Nehme ich gerade noch die Nummer 8. Nummer 8. 8. 8. Minze. Und da hinten sind noch ein paar Wölfis, Hundis, Wölfe. Und zack, 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 zack. Zack, zack. Eine Ogerwurzel, auch sehr schön. Genau, wenn ich jetzt keine Heldenkronen mehr finden sollte, dann kann ich ja, dann kann ich ja eigentlich die ganzen Ogerwurzeln und Wichtelkappen und wie sie alle heißen, selber essen noch voll. Nein, eigentlich wären es ja nur die Ogerwurzeln und die Wichtelkappen. Hä, meine Herren, sind das viele Wölfe hier? Heieiei, bringt zwar alles Erfahrung, aber ja, schon einige. Geschicklichkeitstrank. Von der Färbung her. Und nochmal von vorne. Na also. Na also. Dann hier diese Wölfe hier noch. So wäre das auch erledigt. Und hier sieht man, das hat man eine schöne Aussicht aufs Banditenlager. Da gehe ich auch nochmal runter. Jetzt gucke ich erstmal noch hier hinten. Da war ja auch noch was. Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder doch?
aber nein, aber ja, aber nein, aber ja. Hier ist ja das. So, und hier ist noch eine Truhe. Und wieder ein Aussichtsturm, eine Aussichtsplattform. Ach, und nochmal. Nein. Links, rechts, rechts, links. Ja. Sehr schön. Jawohl, das ist ja auch sehr, sehr nice hier. Das ist ein kleiner Einschnitt in die Berge. Und dann hat man einen schönen Blick auf den Strand. Das erinnert mich ein bisschen an Hiddensee eigentlich. Ja, stimmt, die Stelle hier hat mich immer ein bisschen an Hiddensee erinnert. Kennt ihr das? Das ist eine kleine Insel westlich von Rügen. An der Ostsee. Da sind wir immer in Urlaub hingefahren. Ach, da fällt mir ein, ich habe ja diesen Geschicklichkeitstrank mitgenommen. Da ist er. Brauche ich zwar nicht das Attribut, aber hey, was man kriegt. Ein geschenkte Gaul guckt nicht ins Maul. Komme ich jetzt hier irgendwie runter? Aber ich will ja hier eigentlich gar nicht runter. Ach, ja, okay. Hier käme ich sogar wieder hoch. Hä? Hey. Zack. Ja, und dann gehe ich hier noch lang. Da hinten sind nämlich noch ein paar Keiler. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Nein, nein. Nein, nein, nein. Blödes Viech. Da sind noch irgendwelche Viecher oder Wölfe auf den ersten Blick. Ich weiß, das hier ist irgendwie semi-spannend hier, aber... Ich will hier halt auch wirklich jetzt mal alles noch voll abgrasen, alles zeigen. Soll ja auch mehr oder weniger ein Walkthrough sein. Und ein Walkthrough heißt... Walkthrough? Dieses... Also erst das... TH und danach auch noch das R. Walkthrough. Walkthrough. Boah, das hört sich eklig an. Das, ein Walkthrough soll das sein. Das heißt, ich mache alles, also alles, was ich... Wobei, ich habe ja... Ich glaube, eins habe ich ausgelassen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich kann mich an eine Quest erinnern, die ich jetzt doch nicht... Die ich jetzt doch mal irgendwie ausgelassen hatte. Und zwar ist mir das eingefallen, als ich dann Kongs Let's Play gesehen habe. Und dann habe ich mir gedacht, das ist auch irgendwie doof, wenn du die Quest hinterherziehst. Auch witzig, der Wolf wollte gerade, das habe ich jetzt... Ach, und da ist eine Heldenkrone. Das ist ja allerliebst. Das habe ich jetzt gerade logischerweise nicht zeigen können, weil der Wolf, der wäre jetzt an den Seegeier rangegangen, hätte ein bisschen von seinem Fleisch genascht. Ah ja. Das ist ja... Und so schließt sich der Kreis. Ja. Habt ihr gesehen, wo wir hier sind? Ich werde es vielleicht zeigen. Vielleicht bietet sich so ein Schnitt ja sogar an, dass das hier jetzt gerade ein Folgenende war oder so. Naja, keine Ahnung, das wird man ja sehen. Ja, dieses Knurren ist... Hat eigentlich keine Quelle mehr, weil das ist hier der Friedhof, auf dem wir mit Patty gemeinsam den ersten Hinweis ausgegraben haben. So, und jetzt habe ich, glaube ich, die ganze Insel voll erkundet. Wie gesagt, auch jetzt noch, wenn was fehlt, in die Kommis. Ich weiß nicht, und ja... Dann gehe ich mal endlich zum letzten Priestergrab. Also man sieht hier auch auf der Map schön, wo wir überall schon waren. Da sind wir an Land. Das kann ich ja später mal zeigen. Nicht jetzt während dem Laufen. Oder vielleicht doch, oder vielleicht nicht. Das zeige ich hier. Also hier sind wir an Land gekommen. Hier ist die Hütte vom Banditen hier. Also wo wir Neil getroffen haben. Hier ist die Ausgrabungsstätte. Dann geht's hier weiter mit der Farm, glaube ich. Also, das zeige ich ein andermal. Ich muss mich jetzt aufs Laufen konzentrieren. Der Tempel war ja hier hinten.
oder?